Ich weiß nicht, wo ihr offizieller Kanal ist. Das hier sieht sehr nach Devolver Digital aus. Shadow Warrior ist nämlich von denen. Ich will das bitte nicht haben. Mitkommen nicht. Superschnelles, blutiges Shooter-Gedöns. Also Shadow Warrior ist von Devolver Digital, das weiß ich. Und ich mag die ganze Bewegungsunschärfe, ey. Da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich das so sehe. PST oder so ist, glaube ich, die Abkürzung. Denke ich. Ist zumindest Pacific Standard Time ist PST. Aber ich weiß nicht, ob es Pacific Standard Time ist. Wow. Hey, ich habe ein Auge rausgerissen aus jemandem vollblutig. Also das verstehe ich immer noch nicht, warum das geil sein soll. Da fehlt mir irgendwie der Humor für, dass ich so blutige Ekelsachen machen muss und das ist witzig oder cool. Zumal die ganze Bewegungsunschärfe mich komplett killen würde, wenn ich das wirklich das Spiel wäre, was ich spielen sollen würde. Pacific Daylight Time? Nee, Pacific Standard Time. Genauso wie EST für European Standard Time, dachte ich. Genau. So, jetzt gucken wir nochmal kurz, was E3 macht. E3 ist immer noch im Interview. Na gut. Also, das scheint, glaube ich, die Einstimmung auf Devolver Digital zu sein, denke ich mal. Die machen die letzten 3 Minuten einfach noch ein bisschen Shadow Warrior Trailer, weil der, glaube ich, schon rausgekommen ist und das halt ein Devolver Digital Ding ist. Das ist, Devolver Digital ist ein bisschen irritierend, ne? Weil sie es Max Pass nennen. Pacific Daylight Time. Es gibt doch Pacific Daylight Time. Ich glaube, die USA hat auch noch ihr Savings. Das sieht sehr nach der Pressekonferenz aus. Die machen immer weirde Scheiße. Die machen immer sehr weirde Scheiße. Also nicht wundern, wenn hier gleich absolut merkwürdige Sachen passieren. Ich glaube, ich lege meine Taste ab. Warum? Also das ist was alles schon, was vorher bei denen ihre Pressekonferenzen passiert ist. Das sind ihre offizielle Pressekonferenzen gewesen, was ihr gerade gesehen habt. Oh Mann. So, previously on this show. Die machen immer sehr viel Bullshit. So then, you know, we kind of wrap it up after that. I'm thinking it's like a 4-5 year deal. I mean, right? I think it's shit garbage. Fucking shit garbage. I mean, it's a dumb idea that'll never work. And you're an asshole for thinking it up. Who thinks this shit up? It was me. I thought this shit up. An asshole thinks this shit up. We're not doing a 4-year-long series of narrative videos about the futures, whatever the shit. Devolver Digital Cinematic Universe. Stimmt, Devolver Digital Cinematic Universe machen die immer. Supposed to be me, right? My face, is that even legal? All Devolver Digital new hires release wholly any work likeness attribution and/or image rights upon execution of an employment contract, clear as day. Basically, we can do whatever we want with your likeness, even if it's. Alles gehört mir, ja, nice. You, less talking, more typing. You, I don't like it. The internet would never buy it. We produce video games at Devolver Digital, and damn good ones, I'm told. Ist sehr leise. Moment. Das habe ich jetzt gerade leise gemacht, blöderweise. Race out there, a hype eats hype, media fueled intimidation game, a boss mode, knuckle fuck nut kick, and we are following the mother effing ever shit behind. Melissa, do the numbers. Yeah, so in the last bad people, real type bad. We need a fresh perspective, something wild, something stunning, something new but not too new, but new enough so that it seems new to those know-it-all, know-nothings in the know. You know, actually, ma'am, I think no. Record scratch. What? Das ist halt absolut weird, was hier passiert Nina. Wieder. Ma'am,
Nina Struthers, I'm an adjunct under executive on the marketing team. I'm gunning for synergy officer one day. Why are you pouring the coffee? Because we need coffee. Grab it, Hackjaw. Nina, is it? Put the coffee down and talk at my face. Well, the thing of it is, a few of us were talking and... Monetization as a service. Same. What he said. That's gotta be the most ridiculous... Let's fucking do it. Was? Monetization as a Service? Also ist halt, ne, Game as a Service ist ja immer so ein Ding, was jetzt kommt, ne? Monetization as a Service? Was soll das denn sein? Four decades and counting, Devolver Digital has been at the absolute leading edge of technical, social and humanitarian progress in the burgeoning videotainment market. That's no accident. The global research and development teams at Devolver Digital Incorporated have worked tirelessly to deliver to you, the unwashed consumers, so many breakthroughs in the video game entertainosphere that it's arguable as to whether the countless problems we've successfully solved were ever actually problems. Ich hab mir einen Job verdient. Devolver Earliest Access delivered games to the marketplace at the exact point of conception. A developer even thinks of an idea and that shit's already for sale. What the fuck? Devolver Digital Screen Pay allowed loudmouth consumers to not only throw money at their screens, but to throw money at our federally unregistered offshore corporate bank accounts. Die machen gerade echt eine Parodie auf alle großen Entwickler, ne, die eigentlich irgendwelche Offshore-Accounts haben, irgendwo Geld hingeschmissen würden und Milliarden verdienen mit ihren Kunden. Last year we spent money we didn't even have to fill the void chart huge when your mad search to consume soul went in. We spent money we didn't even have. Spread of revolutionized the very concept of marketing as the industry's very first quadruple A playable video game trade show that you could download and play as a video game and video game play as a video game. Ach stimmt, sie hatten die Devolver Digital spielbare Demo gedöns. Ich glaube, die brauchen Hilfe, aber nur ein wenig Hilfe. Ich glaube, die haben das sehr genau kalkuliert, weil sie damit halt auffallen. Deswegen Devolver Max Pass. Guck mal, wenn die dich links gekauft haben, das ist... Ach nee, das sieht nur so aus, ne? So ähnlich wie einer von den... Games as a service. A razor-edged industry shuck jive that has served to convert what was, traditionally, a one-time purchase into a potentially lifelong chain ball commitment to reoccurring payments for video games that, well, let's be real deal about this, most of you don't even enjoy anymore. Na was, wir genießen nicht mehr? Devolver, what the fuck? Let's take things further. Dive the big dive, you know? Take the leap, push the envelope, toad the wet sprocket. Was machen die? Warum tragen die zum Devolver Pass? Devolver likes to take things to a place that isn't even funny. So much is creepily possible and uncomfortably prescient. That is why monetization as a service. give me some more. We see it as a groundbreaking new way to keep consumers locked into a semi-regular non-payment schedule with a novel, if not needlessly complex, approach wherein a top-tier service subscriber, that is you, look at you, is granted access to dozens, if not hundreds of dozens, of premium purchases at the low, low monthly price of no cost to you for the subscription itself. Hit me again! Moment. Man kriegt eine Subscription, die nichts kostet? What the fuck? Simply apply. Das ist aber nur free stuff. Work history, genealogical stray vector, total lunar payload weight, environmentally induced super selection state, and very first. Wo wollen sie hin damit? Evaluated on a 29-point density matrix, and boosh, you're absolutely Roche Street. Sie haben gesagt, es kostet nichts. Das habe ich mitgekriegt. Mehr habe ich von dem Ganzen gerade nicht mitgenommen, so wirklich. Und sie isst Hot Dogs. Warum isst sie Hot Dogs? Warum zeigt sie das so lange, wie sie Hot Dogs isst? Oh Mann. From there, you are granted direct access to purchase anything in our constantly growing collection. Du kriegst eine Subscription, die nichts kostet, damit du alles von Devolver Digital kaufen kannst. Jetzt raffi's. Und du kriegst nur durch die Subscription Zugang, um das kaufen zu dürfen. Well, not the purchases. Ich spreche den Vollmond.
totally freezes. Let's. Ja, das dürfen die, weil die wollen das so. Well, let's check a look. At some of the video games that amazing consumers like you can look forward to, if you get approved, of course, with Devolver Max Pass Plus. Angeblich musst du erst approved werden für die Devolver Max Pass Plus, damit du die Videospiele kaufen darfst, ey. So ein Bullshit. Ah, so ein Bullshit, Alter. Die machen sich halt über die ganzen Pässe lustig, natürlich damit. Über hier Ubisoft Plus und EA Play und den ganzen Schmarrn. Und was ist das jetzt? Samurai Warrior 3? Okay, ich weiß nicht, wo das hingeht, aber es sieht nach einem Side-Scroller-Samurai-Kampfspiel aus. So ein bisschen, es gab schon mal so eins, das in die Richtung ging. Aber nicht Samurai, aber so 2D-Kämpfspiel, was in 3D-Umgebungen gesetzt wurde. Und ja, ich rede hier gerade drüber. Track to Yomi. Hm. Ist mir ziemlich wumpe, ehrlich gesagt. Interessiert mich nicht. Premium Purchase. Und dieses World Exclusive ist auch noch als Variante der Anspielung drin, ne? Phantom Abyss ist ein asynchrones Multiplayer Experience. Aha, Multiplayer. All Phantoms are players that attempted the temple before and failed. Okay. Das ist so ein bisschen das Dark Souls Multiplayer Prinzip. Du siehst die Leute, die dort in der Nähe gespielt haben und dort gestorben sind. Auch die, die es nicht jetzt gerade spielen, sondern die es überhaupt schon mal gespielt haben und wie sie gestorben sind im Zweifel. Um wahrscheinlich dann anhand dessen zu lernen, wie du es besser machst. Oder, ja, genau, du siehst nur die Fails. Du musst also ausschließen, was falsch ist. Oder kannst vielleicht auch so sehen, was schon funktioniert hat, ein Stück weit, und danach ist er gestorben. Okay, das sieht sehr nach einem krassen Geschicklichkeitsspiel aus, was mit 30 Frames gar nicht cool rendert. PogChamp in Chat, Hype-Meter, aha. Das erinnert mich ein bisschen an das sogenannte Eternal Labyrinth von Path of Exile. Nur als komplettes Spiel. Steam Early Access June 22, Phantom Abyss. Das sieht ganz nett aus. Fashionable. Now that's a phrase. A phrase that goes lock stock hand in hand with gamers. An exclusive state of being, if you will, to which only the most adroitly premium amongst us could ever truly endeavor to gain entry. Until now. Devolver Digital Shop, oder was? That's this, not this. I'm snapping, damn it! Being fashionable is a natural extension of the Devolver Max Pass Plus premium purchase experience. Brought from us to you by Devolver's own central textile manufacturing and weaponized branding entity subgroups. We would like to present to you our newest collection of exclusive garmentry only available to Devolver Max Pass Plus. Ich hätte aber gerne einen Hotdog von euch, Leute. Die sahen sogar ganz lecker aus. Shut up. This collection of fashionable, comfortable and catastrophically unaffordable formal wear was designed and manufactured entirely in-house. Unaffordable. A selection of our most popular and attractive interns to whom we've given key action words and access to an internet connected device and shall we say joie de vivre. You may go. Bye. As with everything else in this presentation, the Devolver Max Pass Plus exclusive merch collection is well exclusive, only available to subscribers and premium purchase, not at all in the subscription fee you may or may not, but may be paying. Fashionable. Am I right? Now, let's take a deep breath and take a peek at these two premium purchase products that will be available to you soon. The adoring Devolver Max Pass Plus. Wir bewerben halt ihre. Und sie kommt wieder mit den Hot Dogs an. Am Anfang gesehen haben, war ich mir schon ein wenig Angst. Ja.
Es ist amerikanischer Humor, das merkt man halt. Es ist ein bisschen, es geht dann sehr over the top irgendwann. Aber ich hoffe auch, dass es nicht so blutig wird, weil ich das blutig auch nicht mochte. Aber das Spiel sieht schon mal interessant aus vom Artstyle her. Und der Song ist geil. Frage ist, was davon das Spiel. What ist das denn für ein Riesenschuss? What? Das sind ja die Megaschüsse. Holy shit. Sieht nach Koop aus, was sind drei Leute zu sehen? Vier. Könnte Koop sein. Der Arzt erinnert mich ein bisschen an die Zwischensequenzen von Dead Cells. Wizard with a gun. Das sind nur Nullen in den Chat schreibe. Okay, jetzt wo ich das Gameplay ein bisschen mehr sehe, sieht es deutlich mehr aus wie. Also vom Artstyle und von der Perspektive her wie Don't Starve Together. Aber mehr Action-RPG. Aber irgendwie baust du auch einen Unterschlupf. Die schießen ja hier Sachen hin. Weird. Aber interessant, weird. Ich brauche einen Notizblock. Shit. Wizard with a gun. So. Kann ich nicht Notizen drüben öffnen? Carrion kenne ich schon, Felix. Ist nicht so meins, ist mir zu blutig. Muss ich ehrlich sagen. Da habe ich da wenig Bock drauf. Das sieht wie nach so einem Zelda Metroidvania-esken Spiel aus. What? Wo kam denn der Riesenfrosch her? Und warum haben wir jetzt einen Regenschirm gefunden? Ach, wir sind eine Krähe. Warum sind wir eine Krähe? Das ist mir egal, das pixelig ist, fuck, das ist mir zu blutig und zu gewalttätig. Das ist ziemlich Wurst, wie pixelig das ist. Bin ich leider nicht an Bord, Felix. Ich habe mir auch nie Videos angeguckt, weil ich es immer eklig fand. Es gibt Situationen, da wird Pixel-Grafik macht es nicht weniger eklig für mich, sondern sogar noch ekliger. Okay, das sieht nach einem ziemlich krassen Hack-and-Slash aus, mit fetten Bossen. Oh, und der ist ein Boss, der Riesenkröterich. Joker mochte ich nicht? Welches Joker denn? Welcher Joke meinst du, das ist Death Door? Ist nicht so meins. Da kann ich Hades spielen, glaube ich. Den mochte ich doch. Er hat nur nichts mit. Es hätte man nicht ins Batman-Universum einbetten müssen. Und den Joker von Batman nehmen. Das habe ich gesagt. And then made public claims about the game's quality in order to substantiate their place in online conversations about whether or not an indie game is still indie if it has a publisher. That's why we're proud to announce the entire Devolver Digital catalog on Steam is available at Devolver Max Pass Plus as a premium service, not included in your recurring monthly payments that we still haven't quite nailed down yet. Each of these gems will be available at a reduced rate for a bafflingly limited amount of time. Es gibt Gewaltanwendungen in Filmen, die ich nicht mag, aber deswegen mag ich den Film trotzdem. Fuck me, why are my pants wet? Fuck me, why am my pants wet? Wet your pants with savings. Das ist so weird. Es ist einfach nur, weil wir
und dann kommt hier der Scheiß runter. Ja, aber das war abzusehen. Also Devolver Digital ist immer so. Die sind seit 5-6 Jahren so merkwürdig. Das von daher war das sehr, 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 sehr abzusehen, dass die komischen Quatsch machen. Was, ach, Pony Island war auch ein sehr verstörendes Film. And the Hex. Comes in Inky Black Card-Based Odyssey. Okay, das erinnert mich an Hand of Fate. Richtig hart an Hand of Fate. Sowohl vom... Warum ist das wieder so niedrig aufgelöst? Das verstehe ich nicht. Das ist doch Hand of Fate, nur abgekupfert. Oh, die Karten reden mit dir? What? Und du machst jetzt noch Real-Life-Sachen? Moment, was? Mehr Mühe für die Pressekonferenz geben als für so manches Game. Nee, bei Rob Ditch eigentlich nicht. Gewollt, ja, keine Ahnung. Also, hier scheint mehr zu passieren. Bei Hand of Fate ist wirklich nur ein Board, aber hier scheint es noch ein Metagame außerhalb des Kartenspiels zu haben. Boah. Gruselig. Brrr. Gruselig, mach doch nicht sowas mit mir. Aber interessant. Es ist halt auch wieder interessant. Ich hätte aber gerne eine normale Auflösung und kenne. Es ist eine gewollte Reduzierung der schlechten Auflösung, ja. Aber ich finde es trotzdem nicht cool. Ich mag das nicht. Hatte ich heute schon 5 oder 6 Mal, dass ich das nicht mag, diese reduzierte Auflösung. Finde ich dumm. Ich bin gerne durch Microsoft aufzufahren. Nee. I'm a grown man. What are you doing in my bathroom? Do you love video games? Yes, I play them quite a bit. Do you want to pay for Ben's video im Discord an? Ach so. What if you could play a game for free, but then later we charge you for cool stuff and make you watch ads? Ja, und dann haben wir schon 3 oder 4 Mal, ja, deswegen. Aber ich find's halt immer doof. Wir haben ein Handyphone? What? Reprioritize your life. Was gucken wir uns hier eigentlich an, Leute? Was für eine Scheiße. Select your favorite characters that you've never even heard of. Aber ich muss euch trotzdem mal fragen, was gucken wir hier an? Also das ist irgendwie in Devolver Tumble Time is the future physics-based puzzle gameplay, elegant monetization and strategic brand integration. Und er hat auch wieder einen Hot Talk. Devolver Digital Faves and rack a major huge big time game points by matching and clearing them possibly a duel. Warum ist jetzt schon wieder was in der Mikrowelle gerade rausgenommen? What the fuck, was ist denn das für eine Zaubermikrowelle? Jetzt stapelt er die scheiß Hotdogs auf, oder was? Get hype and unleash each character's special move and clear chunks by creating and activating chaotic chain reactions. So eine Scheiße. Get registered for Devolver Tumble Time on the App Store and Google Play by visiting devolvertumbletime.com. Hey! Nina. Was war das für eine Soße? Und warum ist das jetzt mehr als vorher? Oh hey. Let's talk about subscriptions for a moment. The subscription service is an instrument of monetization from days gone, when your grandparents wanted to try a new cheese each month and your uncle wanted to look at photos of naked ladies from the comfort of his own tool shed. A relic. An unwieldy physical beast. Okay, die sind anscheinend gegen Subscription-Modelle, so wie ich das verstanden habe. Leaving us with nothing but ones and zeros to stand in for our stinky dairy product and purchase. Was ich eigentlich ziemlich gut finde. Weil wenn jeder so eine komische Subscription macht, ist das echt zu viel. Subscription-based addiction back to its more tangible roots with a premium purchase title available only in this the physical plane of actual real for real existence. Sie wollen Spiele nur physisch rausbringen? God damn right it is. Introducing Demon Throttle.
by developer Doinksoft, the creators of Gato Roboto. Das wird's nur physisch geben, nicht digital. Warum? A physical box set through our good friends at Special Reserve Games. Oh, you heard me right. Demon Throttle will what? I repeat, will not be available in any digital format and is only available for you to purchase as a retail product and put on your shelf and to never play or to sell at ridiculous scalper prices to anyone who missed out on its initial offering starting now. Today. Ja, war klar. Check a look. Das ist genau das Gegenteil von dem, was alle jetzt machen. Wisst ihr was? Wir verkaufen es nicht digital, nicht als Download, nur im Laden. Erscheint am 2.9. Man kann sich für die Beta anmelden. Ja, ich weiß. Ich weiß. Zum Riders Republic kann ich auch noch aufschreiben. Wobei das eigentlich... Okay, das ist wieder was, was mich irgendwie nicht interessiert, weil es super alt aussieht. Also das ist so ein... Das ist ein Spiel, das ist vor meiner Zeit cool gewesen. Demon General Warning Approaching. Das sieht nach einem super harten Bullet Hell Spiel aus, was bestimmt cool ist für manche Leute, mir hier aber gar nicht interessiert, leider. Schon die Grafik spricht mich nicht wirklich an. Vor allem, warum ist es irgendwie 1:1 von den Seiten? Das ist auch ein... Das ist das Demon Throttle? Okay. Right? Hab gerade eine Mail von Ubisoft bekommen. Really good. Great work, Stilts. Well, it wasn't all. Who'd have thunk? Okay. Big moves by a guy from. Where are you from? Technically, I'm not supposed to be here. That's great, buddy. Okay, now bring it home. Hit me with the big move. What's the punch? There isn't one. He does not have. Videotapes. Nina! Well, tape. What she said. What's this now? Well, we put the entire thing on a tape. And then. Sell it. Hey, like this, right? Mm. Die reden immer noch von dem Cinematic Universe, right? Devolver Digital Cinematic Universe. Here. Und wollen das auf einem Videoband verkaufen? Warum? The trick, though, is that there is one, and only one, and we sell it to one buyer, only. Wow. Just the one? Just the one. Okay, and since there's only one and the buyer like keeps it, and we broke the little tab on the inside so you can't copy it, it is non-fuckwithable. Here. Es gibt immer eine Option, das zu kopieren. Tape. NFT for short. It's gonna be a thing. Can we do this? Can this be done? It's actually already been done. Okay, the one copy of this entire presentation on tape, the one in this player right here, is available online. Ja, stimmt, Gearbox sollte jetzt eigentlich schon losgehen, ne? Shit, ich muss mal nebenbei gucken, wo Gearbox losgeht. Aber ich glaube, Gearbox könnte cooler werden. Hier sind relativ viele Dinge drin. Wo sind wir hier? Non-fuckwithable. It does no damage to the environment, to the energy grid or the global technology supply chain because it is. Das ist ja eh nicht so wichtig. Okay, das ist irgendwie auch Old Tape. Das ist anscheinend genau das Gleiche. Was hier kommt also schon auch die Devolver Digital. Ne, hier kommt Gearbox. Das ist Borderlands. Fucking brilliant. Also die sind scheinbar leider zu lange. Die Devolver Digital, aber die sind auch nicht Teil von der E3 offiziell. Nina, Margaret, Caleb.